Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Wie immer warten am Mittwoch alle auf Peter Westenthaler und Josef Czapp. Freut mich, dass beide Herren da sind. Ist ja einiges los gewesen die letzten Tage, innen- und außenpolitisch. Wir starten gleich einmal mit dem Besuch des Bundeskanzlers in Moskau. Im Vorfeld haben Sie das ja, glaube ich, durchaus positiv gesehen. Jetzt mit 2 Tagen Distanz. War es ein Fehler, dass er nach Moskau gereist ist? Na, die ursprüngliche Idee, dorthin zu fahren, ist kein Fehler. Ich halte das für korrekt und richtig, dass ein neutrales Land sich beide Seiten anhört. Die Durchführung war nur katastrophal. Es war ein echtes Desaster, eine politische Abfuhr sondergleichen, weil man ja im Vorfeld auch noch Erwartungen aufgebaut hat. Ich meine, ich verstehe, jetzt gibt es da neue Berater des Herrn Kanzler, lese ich, die mit allen Wassern gewaschen sein sollen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man da überhaupt so eine Erwartungshaltung aufgebaut hat. Überlegen wir uns einmal, was vorher gesagt worden ist. Der Herr Nehammer wollte dort allen Ernstes hinfahren und quasi den Krieg beenden. Ein Waffenstillstand, er wollte Wien haben als Verhandlungsort, obwohl in der Türkei schon verhandelt wird. Er wollte irgendwelche humanitäre Korridore. Er wollte. Ist aber dann dort nicht als Vermittler aufgetreten, sondern als Ankläger. Und wenn ich mich dort hinsetze und dort eine Anklage formuliere, übrigens hat er das ja in den vergangenen Wochen und Monaten ständig gemacht, das heißt, er ist ja schon mit einer Schlagseite hingefahren und wurde ja dort nicht einmal ernst genommen. Und dann passiert eben, was passiert. Also man könnte sarkastisch die Frage stellen, war er überhaupt dort? Ja, es gibt kein Foto, kein Video, die Russen reden nicht drüber. Also es ist ziemlich einseitig, auch die Berichterstattung, die verheerend ist. Das Echo, das mediale, ist eine Katastrophe. Ich meine, die internationalen Medien überschlagen sich mit Superlativen. Die La Repubblica, die größte Tageszeitung in Italien, hat geschrieben, er ist mit eingezogenem Schwanz wieder nach Hause gefahren. Nicht? Also weggesprungen als Tiger, zurückgekehrt als Bettverleger. Die Bild-Zeitung hat gesagt, er wollte es eigentlich nur wichtig machen. Also es hat Österreich am Ende nicht genutzt und es wurden hier Erwartungshaltungen, 75 Minuten Gespräch wird behauptet. Jetzt muss ich mir vorstellen, da sind aber 2 Übersetzer dabei gesessen. Das heißt, die haben miteinander, wenn du Übersetzungen abzirkst, überhaupt nur 35, 40 Minuten gesprochen, also jeder maximal 15 bis 20 Minuten, was soll da rauskommen? Also, und auch der ganze Nachhall, man sieht, er wird überhaupt nicht ernst genommen. Und das, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir wirklich ein Problem, weil jetzt hat er sich mit vielen in Europa auch verscherzt, weil es offenbar ein Alleingang war und das war der eigentliche Fehler. Nehammer hätte sich ein Mandat geben lassen müssen von der Europäischen Union. Dann wäre er dort mit einer ganz anderen Kraft aufgetreten. Das hat er nicht. Das war ein völliger Alleingang. Weder hat er offensichtlich Europa ordentlich informiert, noch überhaupt in Österreich schon gar keinen. Bundespräsident nicht, Koalitionspartner nicht. Das muss er jetzt noch ausbaden. Das heißt, und auch sein ganzer Auftritt, sein Habitus. Ich stelle mir wirklich die Frage, in welcher Welt lebt er eigentlich? In welcher Welt der maßlosen Selbstüberschätzung, auch ein Zitat, das ja nicht von mir stammt, des Realitätsverlusts, auch des Selbstbetrugs ein bisschen, der Schönfärberei, das ist halt alles ein Problem. Und ich glaube einfach, der übernimmt sich da und fühlt sich wichtiger, als er eigentlich ist. Und das fällt jetzt auf die Bevölkerung zurück, die ihm übrigens Not leidet in Österreich und eigentlich einen Bundeskanzler haben will, der mit viel Empathie endlich die Teuerung bekämpft und der dann in der Weltgeschichte herumreist. Und ein weiterer Fehler, das muss man ja auch ankreiden, ein schwerer diplomatischer Fehler war zu sagen, ich habe den Herrn Zelensky gefragt, ob ich überhaupt dort hinfahren darf zum Putin. Was ist denn das für ein Selbstverständnis? Also er hat gemeint, wenn der Herr Zelensky gesagt hätte, nein, dann wäre er nicht hingefahren. Also das zeigt auch nicht gerade für eine gute Vertretung von uns Österreichern. Die ganze Geschichte außer Spesen nichts gewesen, es kostet viel Geld, hat nichts gebracht und am Ende muss er mit dieser krachenden politischen Niederlage, mit dieser Abfuhr, mit den leeren Händen, mit denen er nach Hause kommt, leben. Wie sehen Sie diesen Besuch von Karl Nehammer? Rausgekommen ist ja nichts, das glaube ich, da sind sich alle einig. Naja, der bezahlt jetzt den Preis dafür, dass ein Desaster in der Kanzlerfrage der letzten Jahre war.
Da war der Kurz, dann war der Kurz mehr in Amerika als in Österreich geistig und politisch, was natürlich nicht in der jetzigen Situation gerade eine Werbeeinschaltung ist, denn diese aggressive Sprache des Joe Biden, den ich bislang immer unterstützt hatte, gegenüber Russland zeigt, dass er irgendwie, wie soll man sagen, in der Ukraine ein gewisses Druckpotenzial, ein persönliches hat. Sein Sohn war ja dort engagiert. Also das ist etwas, wo man sagen muss, ja, ich bin da mehr als betroffen, weil eine Vermittlungstätigkeit, die ja wir zwar eigentlich immer eingefordert haben, da erinnern, was ich mir erinnern kann, dass die nur dann ein Erfolg ist, wenn man auch ein Gewicht hat. Na, wie soll einer ein Gewicht haben? Der Kurz ist Kanzler, geht wegen Korruptionsvorwürfen und so weiter, aus dem Bundeskanzleramt raus, ja, ist jetzt mehr in Kalifornien als in Österreich, ja. Dann hast du den Schallenberg, den Platzhalter, der also für kurze Zeit Kurzkanzler ist, dann ist der wieder weg und dann kommt der Nehammer, eigentlich der Innenminister besetzt. Dann welches Gewicht soll da aufgebaut werden für Österreich? Welches Gewicht kannst du dann als Vermittler in diesem Zusammenhang haben? Welche Rolle hat Österreich und mit ihm Nehammer und andere aus der Regierung eigentlich in der Europäischen Union bislang gespielt, damit sie überhaupt zu einem Mandat kommen? Ich meine, das, was du vorhin angesprochen hast, ja, habe ich ein Mandat? Der hat nämlich nichts anderes gemacht, als nach der Reihe alle um Erlaubnis gefragt. Das, so war es ja. Der hat den Zelensky gesagt, hallo Selly, was sagst du, ich fahre da oben zum Putin. Ja. Oder er hat gesagt, der von der Leyen, der hat die ganze Listen aufgezeigt, hat gesagt, ich bin der österreichische Bundeskanzler und der ganz gerne mal dort hinfahren, weil mein Berater sagt, es gibt Schlagzeilen. Weil die Frage ist ja, ob er sich um Erlaubnis gefragt hat, der dürfte sich ja eher informiert haben darüber, dass er hinfährt anscheinend. Ja, man kann beides interpretieren. Ja, man kann sagen, erst ich fahre jetzt hin, was sagst du? Ich würde sagen, fahr halt hin. Ja, also so ungefähr könnte das gewesen sein. Schau, ich war und bin ein prinzipieller Befürworter, dass es Gesprächsebenen gibt, auch zum Putin, weil jeder, der sich jetzt da hersetzt und sagt, na, mit dem reden wir mal aus. Und am Ende des Tages, wenn die Friedensverhandlungen sind, und den gibt es nur immer als Präsidenten der Russischen Föderation, werden doch wieder alle mit dem reden müssen. Also du musst ja eine gewisse pragmatische Logik dabei entwickeln. Und in erster Linie musst du, wenn du all das machst, was der Nehammer da irgendwie angekündigt, nicht erreicht, aber egal, wenn du all das überlegst, österreichische Vermittlungstätigkeit, musst du immer die österreichische Bevölkerung im Hauptbewusstsein haben. Was heißt es für die österreichische Wirtschaft? Wie kann man hier in diesem Zusammenhang, zwar solidarisch, aber für Österreich möglichst viel an Sicherheiten herausholen, dass es hier wirtschaftlich und sozial nicht total den Berg runtergeht? Und diese Gefahr besteht, wenn die Eskalation in Europa, die von manchen ja angeheizt wird, und das sind vor allem diejenigen, die sagen, naja, das nächste Mal kommt Polen dran, dann kommt Litauen dran, daher wir müssen aufrüsten, das sind die Lobbyisten der Rüstungsindustrie, die jetzt sagen, jetzt müssen wir alle aufrüsten um zig hunderte Milliarden, ja, und es kommt sowieso der Krieg und ein paar spielen sogar mit dem Gedanken des Dritten Weltkrieges. Ja, Flugverbotszone, die der Zelensky gefordert hat und diverse andere Forderungen riskieren unter Umständen eine atomare Auseinandersetzung. Ja, das kann ich mal nicht, das ist die Ersten, die es trifft, sind die Ukrainer selber, und aber wir auch alle. Also da gehört eine neue Friedensordnung her und ich frage mich, was hat er dort dann eigentlich gesagt? Weil wir mit Putin und mit Zelensky geredet haben müssen über das österreichische Modell der Neutralität. Mit der Flugverbotszone, da glaube ich, wir da beim Zelensky keine Zustimmung gekriegt haben, weil der hat das ja eigentlich erfunden die ganze Zeit. Und dann ist die Frage also der Energieversorgung Europas, die nach wie vor so ist, wie sie ist. Ja? Und jetzt kommen die daher, jetzt habe ich vor kurzem, war das der Brandstätter in einer Diskussion von den Neos, naja, das ist Flüssiggas, das ist Flüssiggas. Wie war es die Debatte über die Umweltschädlichkeit, das Flüssiggas nicht gegeben hätte? Wie war es die Debatte nicht gegeben hätte, dass die Amerikaner das Theater mit Nord Stream 2 deswegen aufgeführt haben, weil sie ihr verdammtes Flüssiggas teuer nach Europa verkaufen wollen. Ja? So, und das muss man sich alles einmal schon Revue passieren lassen. Da prallen aufeinander wirtschaftliche Interessen, ja, bis hin, sperren wir Atomkraftwerke wieder auf, bauen wir Atomkraftwerke, da geht es jetzt zu. Ja? Und das, ich meine, daher, ich muss sagen, einer der größten Fehler der Geschichte, ja, für Russland, für die russische Bevölkerung, dabei bleibe ich, ja, ist, dass der Putin diesen Krieg begonnen hat. Es ist ein Fehler, es ist unmoralisch, es ist schädlich, ich verurteile das bis zum Total. Ja. Aber trotzdem muss man jetzt einen pragmatischen Blick haben, wie man aus diesem Mist wieder rauskommt, vor allem auch im Interesse der österreichischen Bevölkerung. Nur
Josef, da gebe ich dir völlig recht. Ich war eigentlich auch der Meinung, dass er dort zumindest eine gewisse Zeit auch über Österreich mit dem Putin spricht und über unsere Gaslieferungen und über unsere Sicherheit. Nur, das durfte er nicht, weil er war ja dem Selenskyj, seinem Bussi-Bussi-Freund da in der Ukraine, der uns da alle jeden Tag in den Krieg hineinziehen will und da einen Weltkrieg vom Zaun brechen will, den ist er ja im Wort, dass er nur über die Ukraine reden darf. Und bei 20 Minuten Netto-Sprechzeit bleibt dann immer mehr viel über. Also der Putin hat mit allen anderen stundenlang telefoniert oder auch gesprochen, als sie noch zu ihm gefahren sind. Und ich frage mich wirklich, was ist mehr rausgekommen bei dem Besuch, als wenn er ihm eine SMS geschrieben hätte oder wenn er mit ihm telefoniert hätte? Also es ist eigentlich absurd. Und die Nummer, ich wollte ihm in die Augen schauen, Kleines, ja, das haben wir gekommen aus Casablanca, aber das ist ja lächerlich. Das ist alles nur Propaganda und alles nur Werbung. Damit er, und jetzt sind wir mal beim Punkt, aus den negativen Schlagzeilen in Österreich, die er ja davor zuhauf hatte, erinnern wir uns, Chats, Ermittlungen bis hin zu den lustigen Cobra geht, das es da gibt, wo jetzt die Staatsanwaltschaft seit neuestem ermittelt, das wird noch interessant. Und dann setzt er sich dorthin und versucht den Österreichern zu vermitteln, er hätte dort den starken Johnny gespielt, also er hätte dort irgendwie, er hätte auf den Tisch gehauen. Ja, wer glaubt denn sowas eigentlich? Das Lustigste war, wie er gesagt hat, ich habe auch dem Herrn Putin gesagt, dass es noch schärfere Sanktionen geben wird. So, da frage ich mich erstens, welche werden das sein, die er da androhen kann? Die einzige Sanktion, um das einmal sozusagen, die der Herr Nehammer den Herrn Putin androhen kann, ist, dass er ein Embargo über den Wodka für seine Kobra-Leibwächter vielleicht verhängt, dass die keinen Wodka mehr kriegen aus Russland. Das kann sein, die ist so gern trinken, das ist eine furchtbare Sanktion. Aber es ist ja alles lächerlich. Es war der Otto von Bismarck, der gesagt hat, Selbstüberschätzung tötet jeden Erfolg im Keim. Und das ist es. Das ist es heruntergebracht. Diese Selbstüberschätzung. Ich glaube wirklich, der steht jeden Tag in der Früh auf und sagt, die Welt ohne mich ist zwar möglich, aber nicht vorstellbar, so ähnlich tickt er. Das glaube ich auch sehr. Und das ist halt, wenn man so an Selbstüberschätzung und damit auch an Realitätsverlust leidet, dann kann man nichts rausbringen. Also unterm Strich bin ich da schwer enttäuscht. Da hätte mehr rauskommen können und müssen, wenn das ordentlich vorbereitet gewesen wäre, wenn er ein Mandat gehabt hätte und wenn er auch über Österreich dort. Das ist ja das, was viele sagen, die Vorbereitung. Normalerweise muss man sich auf so ein Gespräch tagelang vorbereiten, wahrscheinlich auch mit irgendeinem Sparringpartner, der den Putin mimt, weil das ist ja nicht, sag ich mal, irgendjemand. Wir wissen ja, dass der sozusagen alle KGB mit allen KGB-Wassern gewaschen ist. Und der Nehammer dürfte sich irgendwie am Nachmittag vorbereitet haben und gemeinsam, ja, er überzeugt den Putin jetzt irgendwie einen Waffenstillstand. Also ich muss durchzuführen. Bevor ich auf die wirklich berechtigte Fragestellung eingehe, muss ich noch sagen, ich muss in einem Punkt muss ich ergänzen, ja, weil du gesagt hast, er wollte aus den negativen nationalen Berichterstattungen hinauskommen. Es ist ihm gelungen. Er ist in die negativen internationalen Berichterstattungen gekommen. Ich habe mir das auch geschaut. Er ist überall aus der gesehen, im französischen Fernsehen, im italienischen Fernsehen, im spanischen Fernsehen. Herr Nehammer ist ein Begriff für Erfolglosigkeit und zwar für die internationale und für Unprofessionalität. Cover. Ja, okay, ist in Ordnung. Aber es ist natürlich auch ein negatives Zeichen von Mangel der Vorbereitung, zeigt auch, wie unprofessionell die sind. Der glaubt, dass er mit irgendeinem Berater und einer Beraterin da mit dem reden kann. Der Olaf Scholz hat sich auf das lange vorbereitet. Der ist dort vorbereitet hingegangen, der ist überhaupt ein Medium, der sich, glaube ich, die Details der letzten 20 Jahre gemerkt hat. Der hat sich auf das vorbereitet. Und das Entscheidende ist ja, und genau das haben wir Sie gerade angesprochen, wenn man an oberster Stelle so ein Gespräch durchführt, zum Selenskyj geht, zum Putin geht, dann hat man auf den unteren Ebenen, Beamtenebenen, Mitarbeiterebenen, bereits das Ergebnis dieser Gespräche ausverhandelt. Diplomaten. Ja, also von mir aus auf der Diplomatenebene, aber auch auf der Fachebene. Und dann fährt man nur mehr hin, ja, trinkt einen Kaffee oder in dem Fall in Russland was anderes, was halt am Tisch steht. Ja. Und dann gibt es ein Ergebnis und dann ist aus dem Ganzen was herausgekommen. Nur in der jetzigen Phase, wobei sagen wir, die Kritik an ihm, dass er überhaupt hingefahren ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, wenn der Herr Scholz, der Macron, die von der Leyen fast täglich mit dem Putin telefonieren, ja, ich meine, wo ist da der Unterschied? Ja, wenn ich dort bin ohne Bilder, beziehungsweise... Ich würde den Unterschied sagen, es würde Kosten sparen, wenn er telefoniert und nicht da die ganze Entourage. Ja, aber er wollte einfach einmal Schlagzeilen produzieren. Und damit die Augen schauen. Er wollte Selbstwertgefühl aufbauen, er wollte...
Und wir haben alle gesagt, was ist mit Österreich und Wien? Es ist natürlich schon was anderes, ob man mit ihm telefoniert oder ob man hinfährt und dann so eine Abfuhr kassiert, die der Putin natürlich perfekt inszenieren kann im Sinne von, ich bewege mich nicht einen Millimeter. Ja, der kreist zu mir an, reißt wieder ab und hat nichts weiter. Stimmt, das ist, war komisch, dass ich hinfahre und dann habe ich kein gemeinsames Pressegespräch. Es gibt keine Fotos. So, ich komme dort hin, will über keine Fotos, will kein Pressegespräch, setze mich gerade an den langen Tisch und dann renne ich wieder weg. Das hat keinen Sinn. Kein Handschlag. Das ist sinnlos. Ja. Also entweder man bereitet es so vor, dass man weiß, was rauskommt, bis hin Waffenstillstand oder was auch immer. Ja. Und beziehungsweise, und das andere ist, es muss man muss nicht, wenn es keine Vorbereitung gibt, dann fährt man nicht hin. Aber weder zum Zelensky noch zum Putin. Ja. Weil wenn ich diese Vermittlertätigkeit eines neutralen Landes entwickeln will, da kann ich nach wie vor verurteilen, dass das ein Aggressionskrieg ist, ein Angriffskrieg ist. Das sagt ja niemand. Wertemäßig ist ja das völlig klar, wo wir stehen als Österreicher. Militärisch neutral ist aber auch klar, muss ich auch gleich dazu sagen. Und das tut natürlich unseren Handlungsspielraum definieren. Aber das ist einfach, und wozu Österreich negative Schlagzeilen weltweit, wie der Bundeskanzler braucht, ja, hängt auch damit nämlich nicht, und es hängt auch damit zusammen, dass du vorher heute hast den Schallenberg, den Kurz, das ist ein Durcheinander, dafür trägt die ÖVP und die ÖVP-Führung, die jeweilige, die volle Verantwortung dafür. Und für das werden sie irgendwann einmal von den Wählerinnen und Wählern zur Rechenschaft zu ziehen sein, weil da Österreich Schaden nimmt. Sie haben vorher in einem Nebensatz gesagt, das Ganze war auch ein Ablenkungsmanöver von dieser Cobra-Affäre, die ja seit Tagen die Medien beherrscht hat, dann übers Wochenende logischerweise nicht, weil zuerst Zelensky, dann Putin, jetzt kommt es wieder hoch mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Glauben Sie wirklich, dass da so viel Parteistrategie dahinter steckt, dass der sagt, ich fahre jetzt zum Putin, nur damit das ein paar Tage aus den Schlagzeilen verschwindet? Naja, ich glaube nicht, dass jetzt deswegen dieser Besuch gemacht worden ist. Das wäre ja Katastrophe, wenn die es wirklich so ticken. Ausschließen tue ich es nicht. Aber ich glaube es nicht. Das wäre, also wenn die neuen Medienberater, der ehemalige Bildchef, den traue ich alles zu. Wir haben uns auch schon übrigens, was der so kostet, dem Steuerzahler. Da gibt es jetzt einige parlamentarische Anfragen. Es soll in die zigtausenden gehen. Bin ich sehr gespannt, was uns der alle kostet, weil wenn das alles war, was der kann, nämlich dieser verhatschte und in Wahrheit völlig daneben gegangene Besuch bei Putin, dann ist der Mann offensichtlich doch nicht so gut, wie alle gemeint haben. Und dann ist es wahrscheinlich auch der Grund, warum der nicht mehr bei der Bild-Zeitung jetzt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube aber, dass es mitkalkuliert war. Also dass es nicht der ausschlaggebende Grund war. Es war schon mitkalkuliert. Er kam selbst aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Und zwar warum? Nicht, weil es so viele böse Journalisten und so eine böse Opposition gibt, sondern weil er den kapitalen Fehler gemacht hat, selber in einer Pressekonferenz das Ganze so hochzuhängen, dass die Geschichte on top war. Schlagzeilenmäßig on top war. Also er ist da wieder mal selbst in eine PR-Falle gelaufen, weil immer ihm das eingeredet hat, diese unsägliche Pressekonferenz zu machen, wo bei mir übrigens als einziger Satz übergeblieben ist, dass seine Kinder eine Gurgelschule besuchen. Ah, interessant, was ist eine Gurgelschule? Aber ist egal. Das heißt, das hat er selber so hochgehängt und daher wird es auch noch bleiben. Und das, alle haben ein bisschen das als Schnurre, als Posse. Ich habe da selber gesagt, es geht eigentlich im Wahrheit niemandem was an, mit wem die Frage, nee, haben wir es oft so in ihrer Freizeit, außer es sind Beamte, die im Dienst sind. Das ist was anderes. Dann geht es jedem was an, weil es ja Beamte der Republik sind, die ja auch bezahlt werden von der Republik. Und jetzt kriegt es aber schon wieder eine neue Dimension, nämlich die Ermittlung in der Staatsanwaltschaft. Also das ist ja schon interessant. Das heißt, es muss ja einen Anfangsverdacht geben, sonst ermittelt ja keine Staatsanwaltschaft. Sie sagen zwar nicht gegen wen, was mich auch schon wieder wundert, aber gegen einen offensichtlich prominenten Menschen. Ist das jetzt der Cobra-Chef? Oder würde mich gerne interessieren, warum er das nicht sagt. Das könnte ja auch eigentlich veröffentlicht werden, wird er sonst auch immer. Es wird ja sonst auch immer die Liste der Beschuldigten bekannt gegeben. Vielleicht hat man die Gnade, das zu erfahren. Das heißt, das Ganze kriegt jetzt noch eine rechtliche Dimension und wird ihm so schnell nicht abhanden kommen, diese Geschichte. Was immer nur Frage ist, warum es ihm nicht gelungen ist, und da bin ich bei dir, im Vorfeld ein paar Pflöcke auf diplomatischen Wege so einzuschlagen, dass ich zumindest einen Minimalerfolg habe. Ja? Ich nehme jetzt ein Beispiel. Es ist vorher, ich glaube, Sie haben das auch in Ihren Medien berichtet, ob es offiziell bekannt gegeben worden ist, weiß ich nicht, aber es ist immer so mitgeschwungen, vielleicht gelingt es irgendwie Wien als Verhandlungsort. Wir haben das schon öfter gefordert, neutrales Land. War natürlich nach den Kriegsworten des Herrn Nehammer sehr schwer, weil der hat von Anfang an Partei ergriffen, dem war die Neutralität wurscht, die für ihn aufgezwungene, von den Kommunisten aufgezwungene Neutralität. Stalin. Und dann fordert er zum Putin, ist ja auch recht interessant. Das heißt, von vornherein war der die Milch verschitt, dass der dort als neutral
neutraler Vermittlerauftritt war nicht mehr möglich, weil er sich so eindeutig positioniert hat auf eine Seite. Aber das wäre zumindest die Möglichkeit gegeben gewesen, wenn Putin das zumindest nicht ausgeschlossen hätte. Wenn er gesagt hätte, ja, es ist ein historischer Ort, da hat schon einmal eine große Begegnung gegeben, wie wir wissen, eine historische Khrushchev-Kennedy, das war ja, ist ja noch immer historisch in allen Geschichtsbüchern nachlesbar. Das heißt, es wäre die Möglichkeit gewesen, auch dem Putin zu erklären, pass auf, da gibt es auch eine Möglichkeit für ein Comeback auf die politische Weltbühne, das muss ich mir vorstellen, was das heißt, so ein Gipfeltreffen Selenskyj-Putin in Wien, was das medial bedeutet, was das in der Berichterstattung bedeutet. Er wäre plötzlich weg aus der Isolation, wo er sich jetzt befindet, wieder mitten, nicht nur örtlich mitten im Zentrum Europas mit Wien, was ja toll ist, sondern auch in der ganzen Berichterstattung. Und wenn es zumindest so ein Ergebnis gegeben hätte, dass er gesagt hat, ja, er schließt es nicht für alle Zeit aus oder er hält es für möglich, dass das einmal kommt, dann wäre das ein Riesenerfolg gewesen. Ohne, dass sich Putin was vergeben hätte, aber wahrscheinlich war das nicht. Nur ein Beispiel. Oft ist einmal was nicht ausschließen ja auch ein Erfolg. Ja. So ist eigentlich gar nichts übergeblieben. Null Ergebnis und letztlich eine sinnlose Geschichte. Und das ist das, was schon ein bisschen ärgert. Und jetzt bin ich am Schluss der Meinung, jetzt sollte man schon langsam diese Reise abhaken. Das ist erledigt, das war ein Schlag ins Wasser. Es war halt nichts außer Spesen. Und jetzt sollte sich der Herr Nehammer ab dem heutigen Tag hinstellen und uns einmal erklären, wie er endlich mit der Teuerung der Menschen, die jetzt die Menschen betrifft, opfert und wie er endlich Maßnahmen umsetzt, damit die Menschen jetzt schon wieder über Ostern gehen, die Spritpreise schon wieder hinauf, wie es ein Kanzler dieser Republik mit Empathie schafft, den Menschen aus der Patsche zu helfen. Mir interessiert das jetzt nicht mehr, seine verhaspelten Reisen und seine Kobra-Geschichten und das alles, was da vielleicht noch kommt. Ich will Lösungen haben für die Menschen. Und ich glaube, das ist eine Forderung, die zu Recht besteht. Ja, das ist, schau, also wenn du mich fragst, wenn er mich gefragt hätte, ja, kann ja sein, dass er mal fragt, hallo, ich schaue jeden Mittwoch zu. Glaube ich nicht. Ich möchte schon vorher wissen, was nachher kommt. Ja. Aber wenn er mich gefragt hätte, ich meine, Entschuldigung, als österreichischer Bundeskanzler muss ich zuerst einmal wirklich, was bewegt die Menschen in Österreich? Was ist für sie wichtig? Und ich glaube nicht, dass die alle gesagt hätten, wenn er da ein bisschen durchgefragt hätte, hätte ich gesagt, hey, Nehammer, jetzt hast du so gut die Streitereien in der ÖVP als Generalsekretär gehandelt. Ja. Und beim niederösterreichischen ÖAB, da hast du eine irre Vorbildung, ja, da bist du ja hochqualifiziert, jetzt komm, hupf auf die Weltbühne und schau, dass du das auch in den Griff kriegst. Ja. Ich meine, das ist alles eine Nummer zu groß. Das ist das Problem. Das politische Personal, das momentan hier in der Regierung tätig ist, ist für diese Regierung sowieso und über diese nationale Ebene einfach eine Nummer zu klein. Aus, Ende. Das ist ein Personal, das in Wirklichkeit... Begrenzt. Ja, es ist einfach ein Drama. So, und das ist aber etwas, was die Menschen auch sagen. Und die sagen das aber dann in Verbindung mit den steigenden Lebenshaltungskosten, Energiepreise, Mieten, wieso weigern sie da, dass man wieder aussetzt, die Mietenerhöhung, was ist da los, haben die kein Gefühl mehr für das Zahlen von höheren Mieten. Die haben kein soziales Empfinden und die verstehen auch gar nicht, was momentan die entscheidenden Fragen sind. So. Dass das zusammenhängt mit dem Krieg, indirekt auch, ja, und dass wenn der Krieg aufhört und wieder normale Energiepreise, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nachher dann wirklich so sein wird, aber natürlich ist das wichtiger, dann muss ich auf der Bühne wirklich professionell sein. Das Herumschusseln zwischen St. Pölten und Ibs, das kannst nicht einmal in Österreich mehr machen, ja, und tut schon gar nicht. Und das ist das Problem und das, glaube ich, haben die einfach nicht drauf. Ja. Und die werden sich wundern, ich meine, die Umfragen gehen ja weiter südwärts, also runter, lass den armen Süden, ja, ja, einfach runter. Süden, ja. Und das ist aber logisch, ja, weil sich die einfach sagen, die verstehen mich nicht, die wollen mich nicht hören, die wollen, und die Ängste, dass das Leben teurer wird und ich nicht mehr so weiterleben kann wie bisher. Oder Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Das war das Erfolgsprogramm von Bruno Kreisky und Hannes Androsch. Der Androsch kennt heute noch, wenn er auf OE24 ist, einmal interviewt wird über diesen Erfolg. Das
Leistung gehört dazu, logisch, Ausbildung, Qualifikation, Aufstieg, nämlich die Perspektive, meinen Enkeln soll es einmal besser gehen oder gleich mir soll es besser gehen und Sicherheit. Ja. Ich will nicht haben, dass ich, was ich an übers Hapel kriege oder Gefahren, Einbruch da haben, was auch immer. Ja. So, Leistung, Aufstieg, Sicherheit oder soziale Sicherheit oder die Pensionen gesichert, einfach oder der Arbeitsplatz sicher. Das sind die zentralen Fragen, noch zentraler als es jemals auch vor dem Krieg war. Und der Krieg hat es erst so richtig in Bewegung gebracht. Und wenn man das nicht sieht, muss ich sagen, dann ehrlich gesagt, erklärt das alles, dass die am Sand sind. Darf ich noch kurz sagen, die sollten das Kampagnenmanager einstellen für den nächsten Wahlkampf. Das ist schon wie Kampagne. Leistung, Sicherheit, Aufstieg, das werden schon so, die Rente vielleicht schaut sie zu, wäre doch was, oder? Josef Schaub sagt, die sind am Sand, die Regierung. Können die noch einmal eine Art Comeback schaffen oder ist der Zug abgefahren? Ist der Kahn einfach, steckt er zu sehr fest? Also es gibt ja jetzt Gott sei Dank auch noch innenpolitische Analyse und Studien. Gestern war ja eine große Interviewstudie auch im Report im ORF, die sehr interessant war. Und alle kommen zum selben Ergebnis. Das Vertrauen in diese Regierung, in das Personal, das ist so am Boden und so gebrochen, das kannst du nicht wiederherstellen. Ich meine, bei den Typen, die da im Moment in der Regierungsbank sitzen und jeden Tag einer nach dem anderen politisch verunfallt, bekommt der Begriff Fachkräftemangel eine völlig neue Dimension, muss man ja sagen. Also das ist ja wirklich ein Wahnsinn, wenn du dir jeden Einzelnen da anschaust, der da den Bach hinuntergeht. Ich meine, jetzt schon wieder. Sie schaffen ja nicht einen einzigen Tag, ich würde einmal empfehlen, wer diese Empfehlung, einmal ausgeben, einmal einen Tag nichts sagen. Das wäre einmal für die Regierung das Allerbeste. Nichts tun. Nichts tun und nichts sagen. Alle einmal verschicken. Oder jetzt über Ostern einmal. Schicken wir es doch so wie die Glocken, nach Rom. Schicken wir doch die Leute dann auch nicht. Sagen wir, so halt einmal die Pfeifen einfach drei Tage. Dann ist einmal was Schönes in dem Land. Dann passiert einmal nichts Schlechtes. Jetzt lese doch, jetzt kommt da eine neue Verordnung oder ein Gesetz, was immer das sein wird, von der Frau Gewessler daher. Nämlich, ich frage mich, was hat sie jetzt gegen die Radlfahrer auf einmal? Die macht jetzt ein Gesetz, wo die Radlfahrer gegen die Einbahn fahren dürfen. Und jetzt kommt's, das ist die Neuerung, bei Rot über die Kreuzung fahren dürfen. Ich meine, es ist ja unfassbar, mit einem Schlag haben wir die Hälfte Radlfahrer weniger, weil die das nicht überleben. Also wir haben jetzt mit Mühe die Zahlen wegen Corona der Intensivstationen gesenkt, jetzt werden sie steigen nach dem Gesetz, die ganzen Radlfahrer werden auf der Intensivstation. Also das ist ja alles unpackbar. Wie dumm kann man denn sein, so etwas überhaupt anzudenken, dass ein Verkehrsteilnehmer bei Rot über die Kreuzung hineinfahren darf. Und das alles musst du mal überlegen, bis hin zu den Wahnsinnigkeiten der Frau Gewessler, die jetzt aufsteigt. Je dümmer du bist und je dummer die politische Ansage, desto höher gehst du in der Gunst der Grünen. Das ist übrigens die Grünen Partei. Das ist übrigens die Ministerin, die uns immer erklären will, wie teuer das CO2 sein muss, dass wir jetzt ab Sommer Benzinspreisen noch mehr zahlen und die dann von Katar mit dem Privatjet heimfliegt und dort so viel CO2 verbraucht, dass die Hälfte langt. Also das passt alles nicht zusammen und daher nochmal zurückzukommen auf die Frage, die sind fertig. Also der Trapattoni hat gesagt, ich habe fertig, diese Regierung hat fertig und die retten sich nur mehr, die halten sich, die wanken und schwanken und halten sich nur mehr und hoffen da über die Runden zu kommen. Die Umfragen sind katastrophal. Keine Regierung hatte so schlechte Werte wie die in der Geschichte, keine einzige. Und das ist auch nicht mehr zu retten, maximal durch einen Befreiungsschlag, den ist Nehammer nicht bereit zu machen, denn die ganzen mittlerweile blutleeren Gestalten, die ihm ja schaden, die Köstingers und die Wirtschaftsminister, der Name mal entfallen ist, die fällt mir gar nicht mehr ein, das ist ja alles negativ belastet, da gehört ein neues Personal her. Und daher wursteln wir halt weiter bis zur Wahl und dann wird es ein fürchterliches Erwachen geben. Platz 1 SPÖ, Platz 2 FPÖ, Platz 3 ÖVP knapp vor den Grünen. Und das wird dann der Zieleinlauf sein. Sprechen wir gleich über die Grünen, machen wir ganz kurze Werbepause und dann ist natürlich die Frage, die ich beiden Herren stelle, was ist eigentlich mit Werner Kogler? Von dem hat man sehr lange nichts mehr gehört und gesehen. Wie schätzen Sie das ein? Ganz kurze Pause, dann geht's weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, willkommen zurück. Peter Westenthal und Josef Czap sind zu Gast. Jetzt haben wir ausführlich über Karl Nehammer gesprochen. Es gibt ja auch einen Regierungspartner, die Frau Wessler hat der Westenthal schon ein bisschen versorgt, aber es gibt auch einen Vizekanzler, den Werner Kogler. Von dem hört man nichts, von dem liest man nichts, von dem sieht man nichts. Ist das Taktik Ihrer Meinung nach? Ist der abgetaucht? Ist der irgendwie schon beim Übergeben seiner Partei an die Frau Wessler? Was ist mit dem? Ich glaube, das nutzt ihm, dass man nichts sieht und nichts hört von ihm. Ich glaube, dahinter steckt eine Strategie von Kogler. Er wird sich wahrscheinlich gedacht haben, je weniger die Leute mich registrieren, desto besser für meine Umfragewerte. Aber dazu muss ich nur sagen, die Gewessler ist drauf und dran, den Kogler abzulösen. Das ist die Wahrheit. Mhm. Ja, die darauf läuft es ja hinaus anscheinend. Auf das läuft es hinaus. Das ist, wenn ich die Stellvertreterposition einmal einnehmen wird, und die ist diejenige, die halt in einem Ministerium ist, das für die Grünen als Partei durchaus wichtig ist. Ich selber habe übrigens auch mal überlegt, ob ich nominal fahre daher, weil wenn das jetzt kommt, ja, mit dem Perot drüber fahren. Und der, ich habe gestern wieder einen Unfall gesehen von einem E-Roller-Fahrt, kein Helm, zu schnell, ja, die soll sich mal um die kümmern. Ja. Und bei den Rallfahrern Lösungen zu finden, wo man gegen die Einbahn fahren kann und Perot drüber fahren kann. Und schuld sind dann immer die Autofahrer. Ja, sowieso. Nein, das ist verrückt. Du tust sonst solche starken Wörter nicht verwenden. Ja. Aber es ist irgendwo verrückt, weil das eine Gefährdung ist. Ja. Und die Sicherheit im Verkehr natürlich nicht steigert. Beim Kogler ist die Frage, als Vizekanzler müsste ja theoretisch die grünen Regierungsmitglieder koordinieren, müsste ja ein bisschen mit Alma Sadic beschäftigen, von der man auch schon länger nichts gehört hat, die kommt immer nur so eruptiv in die Medien. Dann hast du die Gewessler, von der ist übrig geblieben, dass die aus den Lobautunnel nicht will, weil das irgendwie Revanche war, dass die Grünen immer in der Wiener Landesregierung sind, anders ist ja das nicht zu interpretieren. Und die ist diejenige, die heute halt eine Politik macht mit einem Ziel. Sie will den Kogler ablösen und sie will dort die Führung übernehmen. Und bei den Grünen ist es überhaupt ein Umdenkprozess. Einer von den Grünen hat vor kurzem gesagt, man muss jetzt endlich in der Rüstungsindustrie wieder aktiv sein, österreichischen Panzer, Rüstungsgüter, die werden jetzt so richtige Bellizisten. Also nur mehr, das ist ja ein bisschen die Connection zu Deutschland, ja, wo dort sämtliche Tabus der Vergangenheit über Bord geworfen werden, weil die in diesem Aufrüstungsstrudel drinnen sind, statt dass jetzt endlich mal einer hersetzt und sagt, passt auf Leute, wir sind Teil einer über Jahrzehnte immer wieder zu Recht aufkommenden Friedensbewegung. Und eine Friedensbewegung will ja nicht auch keinen Krieg, sie will vor allem auch Abrüstung und nicht Aufrüstung. Ja? Wo kommt mehr Sicherheit, wenn man alle bis auf die Zähne bewaffnet, wie die Rainbows auf und ab in der Alabama umwetzen? Ja? Und wer schreckt sie? Oder was soll das überhaupt alles? Ja? Ich weiß, Putin muss sehen, das geht so nicht. Ja, völlig klar. Oder diejenigen in Russland, die das also alles zu verantworten haben. Wobei man sagen muss, der hat ja momentan gerade den obersten Befehlshaber rausgehauen, der hat im Geheimdienst rausgehauen. Der gibt ja gerade zu, dass das alles daneben gegangen ist. Ja. Aber jedenfalls, bei den Grünen frage ich mich, was hat Ihre Regierungsbeteiligung eigentlich noch für einen Sinn? Die CO2-Geschichte, den Diesel und den Treibstoff zu belasten, wo eh schon das über die Decke schießt, die Energiekosten und vor allem also auch der Benzin- und Dieselpreis. Was hat das für einen Sinn? Also die riskieren richtig gehend ihre Regierungsbeteiligung. Und daher werden die zwar, weil das wird jetzt die nächste Frage sein, wann gibt es neue Wahlen? Hätte ich mir dann für die Runde danach aufgehoben. Also können Sie aber ich sage trotzdem, ich meine, die können keine Neuwahlen machen. Ja? Ja, da kannst du ja gleich den Schreibtisch zusammenrahmen und gehen. Ja? Und zwar beide. Und daher werden sie die dort festklammern. Jeder hat noch 2 Kilo Uhu bestellt, damit er sich an den Sessel festkleben kann und dort picken bleibt. Also das ist die Situation, in der wir sind. Und das in einer Zeit, ja, die mit den Ängsten Klimawandel verbunden ist, Folgen des Krieges, soziale Auswirkungen, Gefährdung des Lebensstandards, Gefährdung aller sozialen Errungenschaften, Stärkung aller autoritären Gesellschaftsmodelle, weil das jetzt so eine Grundtendenz in manchen Ländern ist. In dieser Zeit haben wir diese Regierung. Das ist ein Drama. Ja, es ist ein wirkliches Drama. Shakespeare hätte die Füllfeder aus dem Fenster rausgekaut und gesagt, über das schreibe ich nicht einen Akt. Ja, sondern das wäre, damit komme ich auf keine einzige Bühne, außer die Jonas, und die hat es damals vor 400 Jahren noch nicht gegeben.
Ja. Wie geht es weiter bei den Grünen? Glauben Sie, dass das irgendwie schon der Beginn ist der Machtübernahme der Frau Gewessler? Weil man muss ja dazu sagen, gestern ist bekannt geworden, der Kabinettschef von Werner Kogler geht, Stefan Wallner, das war so ein bisschen der Strippenzieher der Grünen hinter den Kulissen, die Generalsekretärin geht und gleichzeitig ist eben bekannt geworden, dass Gewessler neue Vizechefin der Grünen wird. Naja, dort kracht es an allen Ecken und Enden und das merkt man an dieser ruhighaltenden Parole, die da jetzt ausgegeben worden ist. Die sind ja offensichtlich vom Nehammer überhaupt nicht informiert worden. Von nach den Journalisten Reisen. Anscheinend. Nach den Journalisten oder nach allen. Also wahrscheinlich wäre er schon wieder im Flieger Hamburg, haben sie das nicht erst mitgekriegt. Also die werden ja gar nicht mehr ernst genommen. Das heißt, die früher hätte eine grüne Regierungsmannschaft, also man darf ja gar nicht an früher denken, da waren ja wirkliche Persönlichkeiten bei den Grünen. Ich war zwar nie politisch ihrer Meinung oder nur selten, aber da waren Menschen, da hast du auch aufschauen können. Da waren Leute bei den Grünen, wenn ich mir da denke, an den Herbert Fuchs oder an die Meißner-Blau, ja, das, an Günter Nenning, ja, das waren wirklich noch... Sogar der Peter Pilz dann. Peter Pilz kann man durchaus auch nennen. Das waren wirkliche Kapazunder bei den Grünen. Heute musst du überhaupt, wenn du bei der Bevölkerung diskutierst über die Grünen, fallen ja denen gar keine Namen mehr ein. Und selbst den Kogler vergessen sie schon, weil er selbst dafür sorgt, weil er in den Medien nicht mehr... Weil am ehesten eh noch die Gewessler, die polarisiert natürlich. Die polarisiert, extrem, aber die und es scheint im Moment tatsächlich, also ich bin da deiner Meinung, ich glaube, dass der Kogler seinen Abgang gerade vorbereitet, einen Abgang auf Raten. Der kommt dann schneller, als man glaubt. Jetzt versorgt er mal sein Umfeld. Die Gewessler wird dann... Ist aber auch spannend mitzuerleben, dass jene Politikerin, die in den letzten zwei Jahren die meisten CO2 verbraucht hat, jetzt der Chefin dort werden soll, siehe Privatflug. Das muss er sich öfter anhören lassen, das wird so sein. In Deutschland wäre sie dafür zurückgetreten. In Deutschland tritt man wegen ganz andere Geschichten zurück, wie wir jetzt gesehen haben bei der Familienministerin Spiegel, die wegen einer Urlaubsreise von vor 10 Tagen noch, der schieß mich tot. Aber das ist in Wahrheit bei uns, da hätte man drüber lachen und jetzt sagen, naja, das gehört sich halt nicht. Aber das wäre nie ein Rücktrittsgrund. Das heißt, die haben dort eine völlig andere Rücktrittskultur auch. Bei uns darf die amtierende Umweltministerin, die Menschen mit einer CO2-Steuer belastet, mit dem Privatjet fliegen. Also es ist eigentlich alles unfassbar und die steigt jetzt auch noch auf. Und Kogler, ich weiß nicht, was los mit ihm ist, vielleicht will er nicht mehr, kann er nicht mehr, darf er nicht mehr, keine Ahnung, er erklärt sich auch nicht. Aber was auffällt, ist seine deutliche Abwesenheit in den letzten Wochen und auch Monaten. Das sind nur so Aufflackern, so ab und zu gibt er mal ein Interview. Und die Lustlosigkeit, merkst du das nicht auch? Es ist eine gewisse Lustlosigkeit. Man merkt, der will nicht mehr. Jetzt kommen wieder die schönen Tage in der Südsteiermark. Da gibt es den 21er Wein, der wird jetzt abgefüllt. Also ich fahre ja auch heute noch. Also das ist alles schon merkwürdig, aber halt für Österreich kein Aushängeschild. Und daher bin ich schon der Meinung, wenn man so weiter mal ist und einfach nicht mehr will, oder der Herr Rauch, was ist mit dem, der ist da überhaupt neu. Am Samstag, heute ist Mittwoch, am Samstag läuft die derzeit aktuelle Corona-Verordnung aus. Kein Mensch weiß, was am Ostersonntag ist, obwohl dort die Menschen weggehen, Familienfeste feiern. Dort. Keiner sagt uns am Mittwoch, sagt uns keiner, was am Sonntag sein wird. Läuft das jetzt aus und alle Maßnahmen sind weg, was ich begrüßen würde natürlich? Oder kommt da eine neue Verordnung? Gibt es überhaupt noch mal? Gibt es überhaupt noch Corona? Also das läuft derzeit alles aus dem Ruder. Und schlecht für Österreich, die Österreicher schütteln ja nur mehr mit dem Kopf. Und daher bin ich persönlich der Meinung, wenn eine Regierung so weit gekommen ist, sollte sie in Neuwahlen gehen und die Menschen, die würfeln neu, einfach würfeln und die Menschen wählen lassen. Denn eins ist auch klar, der Herr Nehammer-Bitschan ist ja auch noch nicht gewählt. Der ist kein einziges Mal gewählt. Der ist ja Kanzler als Nachfolger von Herrn Kurz, der hat sich noch keiner Wahl gestellt, glaubt aber Österreich ständig irgendwie vertreten zu müssen in seiner Selbstüberschätzung, die er da jeden Tag hat. Der soll sich mal einer Wahl stellen und dann schauen wir, ob das überhaupt gut geht. Das bezweifle ich stark. Aber nur zu der Neuwahl abschließend noch, weil der Josef Czapier gesagt hat, die gehen nie und nimmer in eine Neuwahl, weil sie beide drastisch verlieren würden. Ist das überhaupt realistisch? Ich glaube schon, weil es kommt irgendwann diese normative Kraft des Faktischen, nenne ich das, auch gibt es auch in der Politik. Irgendwann sind die Gravitationskräfte so hoch, dass du nicht mehr anders kannst. Und jetzt bin ich wieder bei der mittlerweile ja schon mitleidenswerten Frau Spiegel, die ja tagelang, fast wochenlang gekämpft hat gegen den Rücktritt und sie überhaupt nicht einer Schuld bewusst war und irgendwelche verstörenden Interviews gegeben hat und am Ende hat sie trotzdem zurücktreten müssen. Und so ähnlich, glaube ich, verhält sich es auch. Irgendwann einmal Schluss, irgendwann einmal ist es vorbei und irgendwann einmal geht es einfach nicht mehr. Warum? Weil man aufgrund einer solchen Negativspirale, in die man sich ja befindet, und ich bleibe dabei, es wäre besser, 3 Tage einmal gar nicht aus dem Haus zu gehen für die Regierungsmitglieder, wäre für Österreich besser, aber es passieren ja weitere Fehler. Das heißt,
die kommen in eine weitere Negativspirale. Es werden im Untersuchungsausschuss Neuigkeiten kommen, es werden neue Chats kommen, es werden neue Skandale kommen und irgendwann geht es dann nicht mehr. Ich glaube, das habt ihr mal schon erlebt, das haben auch wir schon mal erlebt. Irgendwann, auch im Jahr 2002 mit Knittelförderung, beginnen interne Streitereien. Ich glaube, dass das schön langsam in diese Zielkurve, die Regierung ist in der Zielkurve und wird daher nicht, jedenfalls mit Sicherheit nicht bis zum letzten Tag der Periode, das ist irgendwann einmal 2024 im Herbst, glaube ich nicht, dass sie das aushalten wird, sondern dass die Wahl vorverlegt wird. Weil Sie Knittelfeld angesprochen haben und auch diesen 1. Mai, damals zumindest, glaube ich, haben Sie den gemeint, das ging ja immer aus der Partei aus. Ja, da gab es immer ein paar Revoluzer, die das angezündet haben. Nur die sieht man derzeit in der ÖVP nicht. Oder sehen Sie da irgendwas am Horizont? Nein, nicht. Und noch schlimmer, man sieht es auch bei den Grünen nicht, die ja immer dafür bekannt war, dass es gegeben hat, Menschen der sogenannten Basis, die aufgestanden sind, wenn was schiefgelaufen ist, wenn aus dem Ruder geschlafen ist. Das waren ja Menschen, die ja Selbstbewusstsein gehabt haben und die gesagt haben, so geht es nicht, wir müssen, so können die Grünen nicht agieren. Das ist alles stromlinienförmig, da hört man gar nichts. Und wenn es so ist, dann, wie es bei der ÖVP, ÖVP geht ja jeden Tag irgendein Funktionär aus der zweiten und dritten Reihe, verabschiedet sich ja, so ist ja nicht. Also man liest und hört ja, in den Bundesländern rumort es ja enorm. Es gibt dort Abgänge sondergleichen von Bürgermeistern, von bis auf zu Landtagsabgeordneten, siehe Wien. Also das ist ja nicht so, dass da gar nichts passiert. Nur es beginnt keine innerparteiliche Revolution wegen Sinnlosigkeit, weil sie das so eingemauert haben, dass die Leute sagen, da geh her, lieber auf, oder geh zu einer anderen Partei oder lass das Handwerk in Ruhe, mach was anderes, nimm mehr Politik und hör halt auf. Also wir sind schon in einer Situation, wo wir eine Abwärtsspirale haben, nicht nur im Vertrauen gegenüber der Politik, sondern auch in der Politik selber. Und das ist nichts Gutes, heißt fürs Land nichts Gutes. Man sieht, hey, es funktioniert ja nichts, die Leute können sich das Leben nicht mehr leisten, es gibt keine Lösungen, jeden Tag wird so in den Tag hineingearbeitet. Eigentlich traurig und ich hoffe eben, das ist meine Hoffnung, dass da was passiert und dass wir trotzdem in baldige Neuwahlen kommen. Ich habe in einer Parlamentsrede gesagt, lass uns mit der ÖVP reformieren. Da werden Sie wirklich schauen. Das war natürlich eher, sagen wir, ironisch gemeint, aber es ist so, die Partei hat gerade hinter sich den türkisen Putsch mit Kurz, Thomas Schmidt, Gernot Blümel und Co. So. Dann ist das alles gescheitert, dann ist er noch ab nach Kalifornien, ja, und ist halt im Silicon Valley, geht er auf und ab. Und jetzt hast du dann nachher den Schallenberg gehabt, ja, der nachweislich unfähig war, ein Kanzler zu sein. Der mag ein guter Außenpolitiker sein, ja, aber als Kanzler war das einfach nichts. Die Grünen sind auf seiner Nase rumtanzt. Ja, wenn der eine breitere Nase hat, sind alle Grünen da oben. Ja. Also das war einmal der Schallenberg. So, dann haben sie eh schon niemanden mehr gehabt, weil die wirklich sozusagen noch ein gewisses Machtvolumen haben, na, die gehen dort nicht in der Bundesregierung. Die verkrümmeln sich da in ihrer Landesregierung als Landeshauptleute, ja, und die kannst du dort nicht einmal irgendwie hinbringen, auch nicht mit einer strengen Motivation. Ja. So, jetzt hast du mit den Nehammer da sitzen. Der Nehammer muss sich gefallen lassen, dass er eine Art Notnagel ist, ein politischer. Ist er ja auch so. Ja. Die einen haben gesagt, du pass auf, ich brauche einen Notnagel, was ist? Nee, hupf eine. Die habe gesagt, okay, ich tue alles für die Partei, ich war schon Generalsekretär, ich habe schon alles hinter mir. Ist die Johanna bereit ist, ne? Ja, ja. Und ich tue den Platz noch warm halten, bis dann endlich die Johanna Heilige kommt. Die Johanna. Die Johanna möchte vorher noch die Landtagswahlniederlage abkassieren, damit es dann einen echten Speed hat für die Bundesfunktion. Dann bin ich mir auch nicht sicher, wie das alles ausgeht, ob die Wahlen vorverlegt werden in Niederösterreich, was sie macht. Also das ist alles noch offen. So, also die haben niemanden und die sind in Schockstarre. Wir sitzen beide immer da und glauben, da sind Strategen am Werk. Ja, das ist leider. Das ist ein Irrtum. Ja, sondern die sind einfach in Schockstarre. Das kann doch schon passieren, dass der ÖVPler da ist auf der Straße und da ist der Mann und der kann nicht einmal antworten, weil er in Schockstarre ist. Ja, also es ist echt schwierig. So, das sind die. Die meisten ÖVPler dürfen ja nicht einmal mehr miteinander telefonieren, weil sie Beschuldigte sind. Ja, genau. Die haben eine Kommunikationslosigkeit, eine Verordnete. Das ist gut, ein super Einwand. Und dann hast du die Grünen, die haben eine Reserve. Ja, das ist die Gewessler.
Gewässler ist der Weg weit unter 10%. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das ist eine Fundamentalistin der Sonderklasse. Ja. Das heißt, die bestimmt künftig, was am Tisch ist zum Essen, ja. Was wir trinken dürfen, ob wir überhaupt noch wohin dürfen. Mit was du fahren darfst. Ich kann nur sagen, mit einem Privatflugzeug dürfen wir alle wegfliegen. Das geht, weil das hat sie auch gemacht. Ja. Ja, genau. Da gibt es keinen CO2-Ausstoß, der wird weggewischt. Ja. Mit einem Elektrojet, den sie dann irgendwie anbietet. So, also die Gewässler ist sozusagen eine Alternative für eine effiziente Oppositionspolitik als Grüne für die nächsten 20 Jahre, wenn sie überhaupt noch ins Parlament kommen. Das ist das, was da jetzt in der Regierung ist. Und daher bleibe ich bei meiner These, dort geht keiner weg. Ja? So, aber es haben alle schon diese Situation erlebt. Ich finde, eine Schande war das, was sie bei uns am 1. Mai abgespielt hat mit dem Werner Faymann, ja, eine Schande. Ja? Und ich muss da auch sagen, das Knittel fällt. Und okay. Damit du dann gesagt hast, da nehme ich meinen Hut und sage der Welt Adieu. Der Welt, Gott sei Dank, der politischen Welt. Der politischen Welt Adieu, ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber jedenfalls, du hast einen Sinn auch noch gehabt für das Theatralische. Ja, und bist da gemeinsam, glaube ich, mit der Ries Passer, mit dem Karl-Heinz Grasser. Nach Österreich ist frei, einer der berühmtesten Sätze. Ja, einer der berühmtesten Sätze. Das hat sich echt festgefahren. Ja. Naja, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Das heißt, wir müssen dort singen mit den anderen zwei und dann sagen, und jetzt verabschiede ich mich. Das ist die heimliche Bundeshymne sozusagen. Also das heißt, können die kurz ausborgen, dieses Lied. Also das, ja, gibt's. Aber das, was ich da so sehe, ist diese schleichende politische Abdankung. Das ist ja die schweigende, schleichende politische Abdankung. Das heißt, es kann da passieren, dass wir eines Tages in der Früh aufwachen und die gibt's gar nicht mehr. Ja? Wenn der Herr Nicky Fellner ruft an und sagt, ich hätte gerne ein Interview mit dem X und mit dem Y, entweder hebt keiner mehr ab oder sagt, der ist nicht mehr da, der Schreibtisch ist leer, wer ist denn dann dort, das wissen wir nicht. Ja, so kann das passieren. Also, das ist dann bitter, wenn man in einem Medienunternehmen tätig ist und man hat faktisch niemanden mehr, den man dann anruft, weil es ihm nicht gibt. Ja. Und bei den Grünen, die ziehen sich zurück in die Lobau oder sonst wohin und dann picknicken und dann machen ein Zeltlager oder sonst was. Also die haben ja wenigstens noch ein Ziel. Bei denen maximal, dass die zurückgehen nach Niederösterreich oder nach Tirol oder sonst wohin. Aber das ist bitter. In diesem Nebel der Zukunftslosigkeit, wo wir alle Angst davor haben, morgen aufzuwachen und die sind nicht mehr da, wobei ich nicht weiß, ob ich mich freuen oder dann nicht. Vielleicht ist freien. Ich glaube, die meisten Menschen, die sich freuen, wenn sie da früh aufwachen, die sind weg. Aber egal. Außerdem kommt ja, lieber Josef, auch unsere sehr, wir sind letzte Sendung vor Ostern, es kommt ja die Auferstehung auf uns zu. Ja. Und deswegen versuchen wir das, und ich glaube, das hat schon ein bisschen einen symbolischen, nicht nur einen kirchlichen Charakter, sondern auch einen symbolischen Charakter. Ich rechne ganz fix und fest damit, dass über diese nachdenkliche Zeit bis hin zur Auferstehung eine Politikerin in Österreich, nämlich mit dem Wörtchen Nieder davor, in Niederösterreich, sich Gedanken macht, wie sie diesen Karren aus dem Dreck ziehen wird. Und das ist meine große Hoffnung, die ich habe. Denn nichts zu machen und die Hände in den Schoß zu legen, würde bedeuten, dass sie die absolute Mehrheit in Niederösterreich sowieso verliert. Aber möglicherweise noch weiter darunter fällt, wenn sie zuschaut, wie diese Bundes-ÖVP mit unter Nehammer den Bach hinuntergeht. Und daher glaube ich schon, dass es dort, wenn Widerstand kommt, und das war die Frage von Niki Fellner von vorher, wenn Widerstand kommt und wenn jemand dort die Zügel in die Hand nimmt, wie Weiland Haider in den 2000er Jahren, wenn es nicht gepasst hat, hat er auch ins Werkzeug eingegriffen, in die Zügel und hat es übernommen, dann kann das nur die Mikl Leitner sein. Weil die ist die Einzige, die ein evidentes Interesse haben muss. Am liebsten, wenn ich Berater war, der das ja schon auffordern, aber haben muss, da ins Ruder hineinzugreifen. Wenn die das nicht macht, wer sonst? Und daher glaube ich, dass das nach Ostern losgehen wird und dass da aus Niederösterreich mehrere Initiativen kommen werden und den Notnagel, den du sagst, aus dem Holz zu ziehen, um eine ordentliche Befestigung wieder zu machen, weil die Mikl Leitner will eins nicht. Da kennst du sie und ich sie, und das hat sie auch recht, die Wahlen verlieren mit Pauken und Trompeten. Das mag die gar nicht. Das mag die überhaupt nicht, das wäre wieder schon, aber sie schon gar nicht. Und daher, das ist meine große Hoffnung, dass hier da noch eine Umkehr. Wir sollten jetzt aufpassen, sonst ruft die an und lädt uns zu einem Kaffee ein. Ich sage, wir haben so viele sprühende Ideen, dass sie einfach einmal mit uns irgendwann mal reden. Aber du, ich bin katholisch vorgebildet, ich muss nur auf eins hinweisen. Bei der Auferstehung soll angeblich der Grabstein weggerückt worden sein, damit die Auferstehung überhaupt möglich ist. Ja.
Die Frage ist, wollen wir die politische Auferstehung? Wenn wir es nämlich nicht wollen, müssen wir dafür sorgen, dass der politische Grabstein dazu bleibt. Ja. Dann ist nichts. Also das sollte man sich noch überlegen. Machen wir noch eine letzte Werbepause und dann wechseln wir ins Ausland. Frankreich hat vergangenen Sonntag den ersten Wahlgang hinter sich gebracht. Es kommt jetzt zu einer Stichwahl zwischen Macron und Le Pen. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass das extrem eng werden könnte. Wie eng wird das wirklich und ist eine Präsidentin Le Pen vorstellbar? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück. Letzte Runde bei Peter Westenthaler und Josef Tschapp. Wir sprechen über die Frankreich-Wahl. Sie waren am Wochenende in Paris bei dieser Wahl, nicht wählen, aber Sie haben sich's angeschaut. Wie war denn die Stimmung vor Ort? Weil im Endeffekt war es dann doch deutlicher der Vorsprung von Macron, als man untertags irgendwie gedacht hat. Da hieß es Kopf an Kopf rennen. Im Endeffekt waren es dann knapp 5% Vorsprung. Wie interpretieren Sie dieses Ergebnis und vor allem auch, was heißt das jetzt für die Stichwahl, weil die wird ja richtig spannend jetzt in zwei Wochen? Also ich habe viele Gespräche gehabt, ich habe aber vor allem auch beobachtet die Analysten, die im Fernsehen da ihre gescheiten Kommentare abgegeben haben. Die Wahrheit ist, also es waren 12 Kandidaten, das ist einmal sehr viel und die sagen immer, in Frankreich ist der erste Durchgang für die Präsidentenwahl und Frankreich ist eines der führenden Mächte neben Deutschland in der Europäischen Union und ein ganz wichtiges Land, wirtschaftlich, politisch und so weiter. Beim ersten Durchgang wird mit Herz gewählt, da spalten sich die Stimmen auf und beim zweiten angeblich mit Verstand. Und das ist die Stichwahl zwischen Macron und der Marine Le Pen. Und jetzt muss man sagen, ich habe mir genau angeschaut, auch wo hat die Le Pen am besten abgeschnitten. Das ist in den Industriegebieten, in den ehemaligen des Ostens, Norden, Nordost und im Süden. Im Süden ist es die Immigrationsfrage, die zu einem Protestverhalten führt und Stimmen für Le Pen. Und im Osten, Nordosten sind es die Gebiete, wo früher Industrie war, wo früher die sozialistischen, kommunistischen Stimmen hergekommen sind. Der Rest war Macron und der berühmte Mélenchon, also eher so ein linker Populist, kann man sagen. So, der hat eher so in der Nähe von Paris noch, aber das im Wesentlichen so. Eine Katastrophe ist es für die traditionellen Parteien gewesen, die gemeinsam nur 7% gehabt haben. Die von der französischen ÖVP ist 4,7% und die Pariser Bürgermeisterin von der PS, von den Sozialisten, ist 2%. Ja. Also das ist einmal die Katastrophe dabei. Der Macron hat überraschenderweise mit 28% ganz gut abgeschnitten, muss man sagen, für den ersten Durchgang. Und Le Pen hat auch mehr gehabt, der hat 23,5% gehabt. Und fast wäre der Mélenchon, der linke Populist, in die Stichwahl gekommen, denn der war nur 2% dahinter. So, was bewegt die Franzosen am meisten? Und die Franzosen bewegt am meisten die Angst vor sozialen Abstieg. Die soziale Frage ist in Frankreich eine wahlentscheidende Frage. Und was jetzt der Macron macht, man sieht es plötzlich an den Bildern, der ist unterbrochen jetzt in der Bevölkerung. Da redet er mit Leuten, schüttelt Hände, weil ihm vorgeworfen wird, er ist der Präsident der Reichen, er ist nicht volksnah und so weiter und so weiter. So, das Bild versucht er jetzt zu korrigieren. Die Le Pen macht die Variante, dass sie die Benachteiligten, die Abgestiegenen, die Verlorenen, Vergessenen, ein bisschen so wie der Trump in Amerika. Ja. So, und das tut die dort versuchen jetzt zu mobilisieren und wird daher ein beachtliches Ergebnis kriegen. Ich glaube, dass der Macron zwar gewinnen wird, aber es wird ein beachtliches Ergebnis. Aber was kann man lernen, auch für Österreich? Wer heutzutage die soziale Frage nicht als die wesentliche Frage begreift, das ist nicht nur die Verteilungsfrage, es ist auch die Beschäftigungsfrage. Sie werden in Paris in ein Bistro gehst, was essen, siehst im Gegensatz zu früher eine viel kleinere Speisekarte und du siehst statt 5 Kellner 2. Ausbeutung ohne Ende. In allen Bereichen Ausbeutung ohne Ende. Das hängt ein bisschen mit den Nachwirkungen der Pandemie zusammen, mit den Nachwirkungen der wirtschaftlichen negativen Entwicklung und Energiepreise, die dort auch eine wesentliche Rolle spielen, die gestiegen sind und wo der Macron versucht gegenzusteuern, ja, mit der Gelbwestenbewegung er schon solche Probleme gehabt hat. Das heißt,
man kann lernen aus den französischen Wahlen für Österreich, dass du sofort, ja, und das machen die österreichischen Sozialdemokraten schon. Die haben sogar eine Sondersitzung gemacht zu der ganzen Teuerungsfrage. Und das ist die entscheidende Frage. Und das merkt man dann auch in den Umfragenergebnissen. Da ist nicht mehr die Frage, hat der X und der Y nicht gelacht oder gut argumentiert. Nein, es ist hardcore. Es geht, werden meine Interessen vertreten. Gibt es einen Kampf um das Erhalten meines Lebensstandards oder gar Aufstieg, sozialer Aufstieg, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, dass der soziale Aufstieg ganz eine entscheidende Rolle ist. Oder Sicherheit, dass ich wenigstens das behalte, was ich also letztendlich jetzt habe. Ja. Also das kann man aus der französischen Wahl lernen. Und wenn der Macron auf das jetzt eingeht, und er wieder, der hat nämlich die Vermögensteuer angeschafft seinerzeit. Das haben sie ihm nämlich vorgeworfen, ja, wo sie gesagt haben, na hallo, ja, was ist da los? Ich frage, was ist da für Superreiche? Da wird er die Akzente setzen müssen und in Österreich wird die Partei gewinnen, die glaubwürdig genau diese soziale Frage kombiniert mit der demokratischen Frage natürlich, Ausbau der Demokratie, die so dort sind. Jetzt habe ich einmal aus meinem Herzen keine Mörder gemacht, jetzt bist du und du dran. Vielleicht habe ich auch eine andere Oppositionspartei vergessen, die auch argumentiert, aber das kannst ja du dann machen. Also schön, dass du in Paris warst, wunderschöne Stadt. Ich fahre erst nach Paris am 28. Mai zum Champions-League-Finale. Wenn es Liverpool schaffen sollte, bin ich dort. Da ist dann der Macron schon Sieger, hoffentlich. Ich bin ein gebürtiger Liverpool-Fan und schaut im Moment ganz gut aus, nachdem die Bayern gestern ausgeflogen sind, dass die ins Finale kommen. Das wird wieder gewinnen. Du hast jetzt ein bisschen Angst gemacht und das in einer charmanten und sehr, sehr interessanten Art und Weise, nämlich du hast sozusagen eine Präsidentschaftswahl projiziert auf eine Parteienwahl. Ja, das ist aber gefährlich, lieber Josef. Wenn du das machst, dann musst du ja zur Kenntnis nehmen, dass die Sozialdemokraten in Frankreich quasi nicht mehr existieren. Die sind ja an der Wahrnehmungsgrenze. Das heißt, sie haben dieses Thema der sozialen Gerechtigkeit, der sozialen Wärme, der sozialen Frage offenbar, und die Kandidatin war gar nicht so schlecht, die da angetreten ist, bin ich der Meinung. Sie ist immerhin Pariser Bürgermeisterin. Die ist Pariser Bürgermeisterin, also die ist schon mal gewählt worden, aber die haben es halt nicht geschafft. Und das ist für mich die Message aus dieser Wahl, dass die Sozialdemokratie eben da keinen neuen Frühling feiert, wie ja schon viele meinten. Nur weil in Österreich die ÖVP so schwach ist, dass es die Frau Rendi Wagner ein bisschen hinaufspielt, eh nicht viel, aber ein bisschen, heißt das noch lange nicht, wie sie in der Sozialdemokratie glauben, dass jetzt das sozialdemokratische Jahrhundert in Europa anbricht. Ich habe da manche schon gehört, wie den Herrn Leichtfried und so, die das behaupten. Also das findet nicht statt, hat man jetzt in Frankreich wieder gesehen, denn was ist passiert, siehe da, jetzt vergleiche ich es mal mit den die Präsidentschaftswahl, mit den Parlamentswahlen. Es sind andere, die die soziale Frage thematisieren. Es ist eine Frau, Marine Le Pen, die ihren Erfolg bei dieser Stichwahl und auch bei der jetzigen Wahl, weil, ob sie es wird oder nicht, das ist ein Riesenerfolg, weil sie ja meilenweit über dem Ergebnis ihrer Partei liegen wird. Die hat diese Frage als zentrale Wahl aus einer Auseinandersetzungsfrage genommen. Also ähnlich wie das der Herbert Kickl jetzt auch macht und noch stärker machen wird. Und daher sind es eher die Parteien im rechten Spektrum, die das im Moment auf ihre Fahnen heften und die auch entsprechende Antworten bieten. Denn da musst du ja ein System haben, eine Antwort haben, das, was wir da diskutieren, 1.500 Euro einmal, bis hin zu den Bonis von den Gewinnen der Energieunternehmen. Das sind ja alles Antworten. Du brauchst ja Antworten. Und die werden halt im Moment leider eher von den Mitte-Rechts-Parteien formuliert als von einer Sozialdemokratie. Das muss man jetzt ehrlich sagen. In Österreich ist es ein bisschen anders. Gebe zu, da haben die Sozialdemokraten auch die eine oder andere sehr gute Initiative ergriffen, profitieren aber natürlich von der Schwäche der ÖVP und vor allem der Schwäche der Grünen, denn dort ist ja der Austausch. Das heißt, da muss man schon aufpassen in den Vergleichen und überhaupt auch in Frankreich, das weißt ja du besser wie, du bist ein, wir waren ja schon mal gemeinsam mit einer Parlamentsdelegation in Frankreich und da weiß ich, der Josef Schaap ist ein, also bei der Stichwahl bitte den Josef Schaap einladen, weil der ist frankophil, der kennt sich da in allen Details aus. Es war auch eine tolle Reise damals, danke im Nachhinein nochmal. Wir waren im französischen Parlament miteinander, haben uns das alles angeschaut. Aber natürlich ist das Präsidentschaftswahlsystem und überhaupt die Präsidialdemokratie Frankreichs eine ganz andere als Österreichs. Also in Österreich kann ja der Präsident gar nichts. Also der hat ja überhaupt keine politisch-inhaltliche Kompetenz, während in Frankreich natürlich Macron und überhaupt die Präsidenten völlig andere Einflussmöglichkeiten haben auf das politische System. Das heißt, wenn sich in Österreich dann der Wahlkampf im Herbst zuspitzen wird, wo ich übrigens auch hoffe, das ist jetzt ein Appell an alle, die damit spekulieren, schwanger gehen zu kandidieren, bitte macht's das.
Je mehr Kandidaten, da hast du völlig recht, 12 in Frankreich, je mehr Kandidaten in einem ersten Wahlgang antreten, desto wahrscheinlicher ist, dass Van der Bellen nicht die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang schafft und dass es eine Stichwahl geben muss. Und das ist für Demokratie meiner Meinung nach immer gut. Und dann muss er sich, die Rauchschwade in der Hofburg, muss sich dann ein bisschen anstrengen und nicht so, wie es jetzt schon tönt. Er wird keine Fernsehdiskussionen machen. Also er wird ein bisschen diesen Rollstuhlwahlkampf führen, den er da vorgibt und sich einfach nicht bewegen. Ja? Das wird es nicht spielen. Er wird auch einen Wahlkampf machen müssen, wenn er wieder Präsident werden will. Daher hoffe ich, glaube, er braucht 6.000 Unterschriften für eine Kandidatur. Die kann man eigentlich heutzutage über Internet und Facebook und Social Media, das kann das fast auch jeder heute zusammenbringen, wenn du dich ein bisschen da engagierst und dich da ein bisschen auskennst. Viele Kandidaten wären auch wichtig, aber es wird natürlich auch die soziale Frage bei uns ein Thema sein, nur, sagen wir uns ehrlich, der Präsident kann das nicht rein formell, politisch ja, er kennt sich viel öfter in die Tagespolitik einmischen, das würde ich mir auch wünschen, einen aktiveren Präsidenten in Österreich, der in Österreich öfter einmal am Tisch hat, dort, wo es nicht richtig läuft. Da hat mir der Herr Van der Bellen viel zu wenig eingegriffen. Er war am Ende ein Präsident der Regierung, der jetzigen amtierenden Regierung, logisch, weil seine Grünen in der Regierung sitzen. Daher hoffe ich, dass es da zu einem spannenden Wahlkampf kommt am Ende. Wie knapp wird denn das Rennen in 2 Wochen zwischen Macron und Le Pen? Es gibt ja Umfragen, die sagen 51-49 voraus. Es gibt andere Experten, die sagen, so knapp wird das im Endeffekt gar nicht. Und das ist so ein bisschen auch der Medienhype, der da gerade entsteht, um das möglichst spannend zu gestalten. Aber im Endeffekt wird der Macron dann 8, 9, 10% vorn sein. Glaube ich auch. Ich muss nur vorausschicken, dass vor Macron François Hollande der Präsident war. Das war eine absolute Mehrheit damals im zweiten Durchgang, sozialistische Stimmen. Und die haben sich dann aufgespalten ins Nichtwählerbereich, haben Macron gewählt, der ja Minister in einer sozialistischen Regierung war. Das muss man ja auch sehen. Und viele Sozialisten wollen Macron, viele haben Mélenchon gewählt, den Linkspopulisten, und viele haben gar nicht gewählt. So. Und jetzt werden wir sehen, wie viele von Mélenchon gehen zur Wahl hin, und wenn sie hingehen, wählen Sie dann Macron. Ich glaube, dass auch viele Sozialisten die Marine Le Pen gewählt haben. Nein, das ist in den Industriegebieten. Nein, viele, ja. Nein, also zum Beispiel viele Kommunisten ehemalige haben Marine Le Pen gewählt. Ja. Ja. Und es gibt da viele Sozialisten im Süden Frankreichs, denen die Immigration dort nicht zusagt und die daher einfach dagegen in der Art protestieren. Also da hast du schon viele, weil das auch Druck am Arbeitsmarkt zum Beispiel dasteht und ein bisschen Lohndruck auch mit sich zieht. Also da gibt es viele Elemente dabei. Im zweiten Durchgang werden viele sagen, werden auch Macron wollen, damit nicht Le Pen gewinnt und nicht, weil sie Macron. Ich glaube, Macron ist nicht einer, der geliebt wird. Ja, er bemüht sich da jetzt ein bisschen so eher so tribunartig aufzutreten. Ja, und Händeschütteln hat er vorher nie gemacht. Er war bei einer Rothschild-Bank, der ist eher so, aber er hat sich von unten hinaufgearbeitet. Das ist nicht einer, der immer schon oben war und quasi jetzt für oben Politik macht, sondern der hat da schon eine andere persönliche Entwicklung gehabt. Also ich hätte ihn gewählt, ich würde ihn wieder wählen, weil ich glaube, dass mir das irgendwie mehr zusagt. Ja. Die Le Pen hat sich versucht, die hat ihren Vater ausgekaut, ja, muss man auch sagen, das war keine Kleinigkeit. Ja. Hat eine Verwandte verloren, die Marion Le Pen. Also die ist, die hat auch politisch, ist ja auch abgezischt und die hat sich bemüht, etwas in die rechte Mitte zu gehen, ja, um endlich einmal zu gewinnen. Aber ich glaube, dass sie einfach im Prinzip dieses Protestpotenzial hat. Und warum kann man nicht auch als Sozialist oder als Macron-Wähler oder Macron-Unterstützer sich auch um die vielen kümmern, die Verlorenen, die Vergessenen, wie es so schön ist, damit die Hillary Clinton damals so überheblich beschrieben hat und dann die Wahl verloren hat gegen Trump. Ja. Und das ist ebenfalls eine entscheidende Frage. Und jetzt komme ich wieder auf Österreich zu, in den einzelnen Regionen, in verschiedenen sozialen Gruppen, die sich bedroht fühlen, die Ängste haben, die stöhnen unter dieser Preisentwicklung, die Angst haben, den Lebensstandard und die Zukunft der Enkel haben. Das sind die entscheidendsten Fragen. Und die Politik, die sich darum nicht primär kümmert, du kannst auch andere Sachen auch machen in der Politik, ja, bis hin zum Entertainment, aber du musst trotzdem die entscheidenden Fragen ansprechen und beantworten. Also ich schätze 60-40, 55, 45, 60-40, das wäre aber schon ein Riesenerfolg für die Marine Le Pen. Also lieber Wammer, er hat noch mehr, weil er braucht er sieht sich als Nachfolger der Angela Merkel, er sieht sich als der im Moment führende Repräsentant in Europa gegenüber, ich hoffe, mehr Unabhängigkeit zu den USA, hoffe ich, ja, und auch gegenüber jemand, der eine deutliche Sprache gegenüber Russland führen kann, aber zugleich
eintreten kann, letzter Satz, eintreten kann, dafür, dass man in die Zeit nach diesem Krieg und nach diesem Irrsinn, der da stattfindet, gegenüber der Ukraine und in der Ukraine, mal wieder eine Integrationsstrategie macht, dass es zu einer wirtschaftlichen Entwicklung kommt, die uns allen nur positive Auswirkungen hat. Ich glaube, dass das relativ deutlich für den Macron ausgeben wird, nicht weil er so gut ist und weil ihm die Menschen so lieben, sondern täglich grüßt das Murmeltier. Das haben wir alles schon gehabt. Also es schart sich jetzt das Establishment um den hinter dem Macron. Und die Mittelschicht. Und für die Marine Le Pen ist eigentlich nach der Tag nach der Wahl der Tag vor der Wahl, nämlich für die nächsten Parlamentswahlen. Sie legt hier einen Grundstein für sich und ihre Partei für die nächsten Parlamentswahlen. Na, alle, wenn du da kommst von, soll sie machen, 40-45%, ist das natürlich eine Ausgangssituation für eine Parlamentswahl, wann immer die stattfindet. Mir ist es jetzt nicht bewusst, aber wahrscheinlich bald. Also das eine, und das ist schon etwas, wo man in Österreich, das ist etwas, was ich vergleichen würde mit Österreich. Denn in Österreich wird auch eine stattfinden. Es wird sich, nachdem die SPÖ sich hier leider, tut mir leid, selber aufgibt und keinen Kandidaten ins Rennen schicken wird und die ÖVP sowieso nicht. Das heißt, das Establishment wird sich um den Van der Bellen scharen, ähnlich wie bei Macron. Und es wird einen Herausforderer wahrscheinlich dann der FPÖ geben. Und es wird eine Auseinandersetzung Van der Bellen gegen einen Herausforderer der FPÖ sein. Das ist eigentlich das Beste, was der FPÖ passieren kann, selbst wenn sie diese Wahl nicht gewinnt. Schafft sie damit einen Sockel, eine Basis für die nächste Nationalratswahl, die ja noch gar nicht mehr so weit weg ist. Also die kommt ja. Wenn jetzt im Herbst die Präsidentschaftswahl war, dann dauert es maximal noch 2 Jahre, wahrscheinlich weniger, wie wir vorher analysiert haben. Und so schafft man da sich eine Ausgangssituation. Und daher glaube ich, ist es strategisch notwendig und richtig, wenn die Freiheitlichen, die FPÖ, gegen den Establishment-Kandidaten einen Kandidaten ins Rennen schicken. Denn das ist die beste Konstellation, die einer Oppositionspartei passieren kann. Noch dazu, weil die Sozialdemokraten das Feld räumen und hier nicht mitmachen, ist es eine Polarisierung über Wochen hindurch, die einer Oppositionspartei natürlich extrem nutzt. Vielen Dank, beide Herren. Spannende Diskussion. Heute wieder mal ein bisschen in Überlänge gewesen, aber was, glaube ich, inhaltlich wert. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier mit den aktuellen Nachrichten des Tages.